Jeden oder so gut wie jeden Montagabend sind aus der Aula des Martin-Luther-Gymnasiums in Eisleben Chorklänge zu vernehmen. Unter musikalischer Leitung von Musikstudent Robert Vetter probt hier der Regionalchor der Lutherstadt. In Vorbereitung auf das große Festkonzert am 3. Oktober allerdings im Moment unterstützt durch weitere Sängerinnen und Sänger aus der Region. So zum Beispiel durch den Männerchor Wippra, den Südharzer Kirchenchor, den städtischen Singverein Eisleben und die Singakademie Wernigerode. Zusammen nennt sich das dann Projektchor, in dem ca. 70 Leute aktiv sind. Herr Vetter, der jetzt seit gut einem Jahr hier Chorleiter ist, folgte dem schwer erkrankten Gründer des Ensembles Joachim Brust. Am 3. Oktober 2019 werden wir als Projektchor Mansfeld-Südharz die Carmina Burana aufführen, ein Werk von Karl Orff, welches bisher schon zweimal aufgeführt wurde und das jetzt zum dritten Mal aufgeführt wird mit zwei Klavieren, Schlagwerk, Kinderchor, großem Chor und Solisten. Das werden sein Sopran Jasmin Berger aus Halle, der Berliner Tenor Björn Christian Kuhn und Bariton Peter Fabig. Am Klavier sitzt der in der Region bekannte Pianist Piotr Oschkowski, Professor an der Musikhochschule Detmold, sowie Stefan Matthewes aus Hamburg. Carmina Burana ist ein Stück in drei Teilen, das 1937 uraufgeführt wurde und bis heute immer wieder gefeiert wird. Aus einer Sammlung von über 200 Natur-, Liebes- und Trinkliedern schuf Orff 25 Stücke für Chorsolisten und Musiker, wobei das erste und letzte Stück identisch sind. Ihr macht das alles schön? Keine Frage. Das Stück ist, das läuft. Achtung, das U, so, sa, lu, das ist kein wirklicher Ton mehr, was ihr da singt. So, sa, lu, das muss ein richtiges U werden. Die Aufführung findet am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, um 17 Uhr auf der großen Bühne des Theaters Eisleben statt. Me.